So. Uiuiui. Einen wunderschönen guten Abend. Ganz kurz, bevor es losgeht, hört mich jeder. Das ist das Wichtigste. Könnt ihr mal ganz kurz schreiben, ob man mich hört? Da, guten Abend, Tobi. Perfekt. Boah, das ist gerade echt geiles Bild hier. Genau, schreibt mal ganz kurz, ob der Ton funktioniert. Das wäre das Einzige. Klar, wir hören dich. Sehr gut, sehr gut. Ich habe jetzt im Gegensatz zum letzten Mal das tatsächlich hinbekommen, dass ich das Vorschaubild jetzt hergenommen habe und kann jetzt drauf streamen. Also richtig cool. Beim letzten Mal ist es ja schief gegangen und jetzt ist es richtig gut. Also cool. Ich habe einiges, was ich jetzt besser machen will an diesem Livestream. Aber auch die ganzen neuen Leute, die zuschauen, grüße euch ganz, ganz herzlich. Und ja, echt schön. Letztes Mal hat super geklappt. Und war wirklich viel, viel Nachfrage danach, viel im Nachgang. Gewaltig. Also richtig geil. Ich habe letztes Mal viel zu wenig getrunken. Ich habe das dann gehört. Und beim letzten Mal hat das Mikrofon auch ziemlich gerauscht. Da habe ich das immer so hin und her gehandelt. Das war relativ schlecht, hätte ich nicht machen sollen. Sondern jetzt habe ich es mal angesteckt, jetzt soll es besser sein. Zitrone und Wasser. Gut durch den Winter kommen. Okay, Leute. Ich habe mir gedacht, wir fangen jetzt erstmal ganz anders an. Und zwar hoffe ich, dass es euch allen gut geht. Und ja, es ist draußen am Schneien, es ist am Regnen, je nachdem. Ich habe mal gerade geschaut. Je nachdem, ich habe mal gerade geschaut. Schneefallgrenze liegt auf etwa 1000 Meter hier in Garmisch. Also bis nach unten schneit es noch nett, aber vielleicht kommt es ja noch. Und zwar habe ich jetzt hier diese Community-Funktion. Da habe ich euch ja mal gefragt, wichtige Umfrage, was darf in einem Ausrüstungsvideo eurer Meinung nach nicht fehlen? Und da hat es ja wirklich extrem viele Kommentare gegeben. Und genau, also auf vieles kann ich natürlich jetzt hier nicht eingehen, was ihr mir hier geschrieben habt. Wenn ihr da irgendwelche Fragen zu habt, dann schreibt es gerne mal hier in diesen Live-Chat rein. Ganz wichtig, ich schaue da erst nachher rein, sonst ist natürlich das Ganze wieder etwas chaotisch. Beim letzten Mal, da ging es ja nur noch in Live-Chat und da ist ja alles untergegangen. Das läuft heute hoffentlich etwas besser. Und genau, ich gehe jetzt mal auf so ein paar Fragen ein, die ihr gestellt habt. Erste Hilfe und so weiter, Erste-Hilfe-Kit, Tasche, Wasser, Traubenzucker. Das war die erste Frage vom Felix Grimmer vor einer Woche. Also Erste-Hilfe-Kit habe ich eigentlich immer dabei. Da gibt es ja super kleine. Wasser habe ich meistens wenig dabei oder gar nicht. Und das kommt immer darauf an. Also ob das Skihochtour ist oder Pistentour und so weiter. Also das kommt immer darauf an. Und jetzt, wo ich wieder fit bin, jetzt mittlerweile habe ich es auch wieder so, dass ich, weiß nicht, für meine 2000 Höhenmeter vielleicht 50 Milliliter Wasser brauchen, das war's. Also das Ganze hat sich schon wieder richtig gut eingespielt. Aber nach meiner Verletzung mit dem kleinen C, da habe ich wirklich für 1000 Höhenmeter 1 Liter Wasser gebraucht. Und jetzt geht's wieder echt super. Also weniger ist mehr. Das gilt jetzt allerdings nur in meinem Fall oder in eurem. Das gilt nicht für jeden da draußen. Es gibt ja Leute, die trinken, weiß Gott, 3 Liter für normale Touren ist ja auch völlig in Ordnung. Erste-Hilfe-Kit ist klar. Vielleicht können wir da mal ein Video zu machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und Traubenzucker habe ich mittlerweile keinen dabei. Also Traubenzucker ist schnell verfügbare Kohlenhydrate. Und dementsprechend, wenn ihr mal irgendwie vom Insulinspiegel schwach seid oder so, dann merkt, dass es runtergeht, ist Traubenzucker relativ gut. Ja? Muss nicht großartig aufgespalten werden und ist schnell verfügbar. Dann habe ich hier vom Lukas Kohlbacher Notfallausrüstung, warme Kleidung, Hardshelljacke. Also die Jacken habe ich euch soweit erklärt. Jetzt mache ich mal kurz den Bildschirm etwas so. Yes. Genau. Jacken habe ich euch ja soweit mal erklärt in einem Video. Findet ihr auch bei mir im Kanal. Und Routenplanung habe ich auch soweit gemacht. Zumindest in der Theorie mit der Sunto-App, mit Moves Count. Und ist natürlich klar, wir können natürlich irgendwann gerne auch mal besprechen, wie man Routen plant, anhand von Höhenlinien, klassisch Zeiten errechnen und so weiter.
wenn ihr das mögt, dass man auch mal die Höhenlinie nimmt und dann errechnet, wie steil ist das Gelände für Skitouren. Also sprich, sind wir im 30er-Bereich, 35 Grad, 40 Grad oder 40 Grad plus. Das ist definitiv, kann man es natürlich auch machen. Wäre mal eine schöne Sache für ein Video, denke ich. Dann habe ich den Maham Erste-Hilfe-Set, Wechselshirt, Traubenzucker auch wieder, Wind, wasserfeste Jacke, genau, Buff. Ja, das war es eigentlich soweit. Also ich lasse jetzt mal das erste weg, das hatten wir schon. Wechselshirt, definitiv, ist ein Thema, habe ich normalerweise immer dabei. Und es kommt halt immer darauf an, wenn ich jetzt irgendwie eine Pistentour gehe, dann habe ich es nicht dabei, dann weiß ich, okay, es ist relativ safe. Und ja, ein Wechselshirt brauche ich ja dementsprechend nur, wenn jetzt oben der Wind geht, wenn ich sehr stark am Schwitzen bin. Und im Winter ist das ja auch nicht immer der Fall. Also im Winter habt ihr es oft, dass man bei minus 20 Grad gar nicht so schwitzt wie im Sommer und man ist teilweise trocken oben. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen und dementsprechend ein Wechselshirt habe ich nicht immer dabei. Das kommt immer ganz drauf an. Ist jetzt oben eine Wirtschaft oder ist jetzt oben irgendwie Berghütte oder so, dann würde ich mir das halt überlegen. Im Endeffekt, das muss eh jeder von euch selber entscheiden. Wie gesagt, das sind 100 Gramm oder so. Das ist eigentlich lächerlich, dass man darüber diskutiert. Aber ja, muss jeder selber entscheiden. Ich habe es nicht immer dabei, wo ich mit dem René jetzt am Hordel oben war. Da hatte ich auch gar nichts dabei. Er auch nicht. Und genau. Gut, ein Buff habe ich eigentlich immer dabei. Das gilt dann auch für Hochtouren im Sommer, also Mont Blanc oder irgendwelche anderen 4000er. Ein Buff gehört immer dazu, dass man sich einfach einen Hals nicht verkühlt, Nacken, keinen Zug bekommt. Genau, dann habe ich hier vom Flo Hackel Seil. Wie lange sollte ein Seil sein? Welchen Durchmessereigenschaften? Bekleidungsschichten, das hatten wir schon, aber zum Seil, da kann ich so viel sagen. Also wenn man jetzt wirklich auf Seil angewiesen ist, da würde ich jetzt mal behaupten, ist ein Einfachseil die einfachste Geschichte und da könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen. Ja, ihr habt relativ viele Normstürze, die ihr da aushalten könnt mit dem Seil und es ist einfach zu handeln. Es hat natürlich ein relativ hohes Gewicht, ja, das muss man dann wirklich in Kauf nehmen. Man hat Längen von 50 bis 100 Meter oder noch mehr und das Ganze ist dann sehr robust, hat oftmals so um die 9 mm Durchmesser, wenn ich richtig liege, 9 bis 9,9 oder auch 8. Und das Entscheidende ist eigentlich, ich selber habe mittlerweile irgendwie eine statische Leine dabei, also sprich Dyneema-Schnur. Die Redline von Petzl habe ich jetzt noch nicht. Vielleicht kommt die mal demnächst. Und dann ist es so, dass ich mit dieser Redline oder mit meinem Dyneema-Seil, das allerdings nur für, wie soll ich es euch erklären, für Segeln oder für Baumarbeiten geeignet ist, das kriegst du auch nur in ganz ausgewählten Klettershops. Gibt es, glaube ich, zwei in Deutschland, da kann man das kaufen. Das Gelbe, was ich mal ab und zu im Video habe. Und das hält 7 Tonnen aus circa. Ist allerdings, glaube ich, soweit nicht geeignet, um damit zu klettern. Oder beziehungsweise es ist nur statisch. Und für mich persönlich ist dann so ein Seil optimal. Ich würde damit halt auch niemals einen Partner sichern. Aber ja, ich finde es halt cool irgendwie, 50, 60 Meter Seil zu haben, 900 Gramm, also das ist cool. Ich persönlich bin nicht der Klettermensch, da müsste man Franz fragen, Alpine Momente, der hat definitiv da mehr Ahnung von wie ich. Und genau, also lasst euch einfach beraten im Geschäft und fertig. Also wie gesagt, einfach Seil, da macht ihr nichts verkehrt und Doppelseil, Zwillingsseil, da müsst ihr halt schauen, für welchen Einsatzzweck. Und ich persönlich nehme halt statische Leinen, beziehungsweise ich gehe das meiste dann free solo und also richtig Alpinklettern mache ich ja eher weniger. Oder mir macht es halt nicht so viel Spaß, weil es mit so viel Ausrüstung verbunden ist. Stöcke hat Elias gefragt vor einer Woche. Grüß dich, Elias. Stöcke habe ich mittlerweile bei Skitouren nur noch Fixlängen, also alles von Leki. Und da habe ich mittlerweile die mit dem Trigger, ihr kennt ihr sicherlich, die mit den Handschuhen. Und dann habe ich mittlerweile aber noch einen Leki, den Tour Comp heißt er, genau, ist auch relativ leicht. Und er hat eine Schlaufe, das ist, wenn es mal richtig, richtig kalt ist, dann kann ich auch mit großen Handschuhen, dann brauche ich nicht dieses Klicksystem mit dem Shark Trigger. Und ich habe einen breiteren Skiteller drauf, das bedeutet, ich habe einmal für Pistentouren und vielleicht,
Vierentouren, wo es nicht so viel Pulverschnee hat, habe ich jetzt die ganz leichten, die roten, die habe ich euch auch verlinkt unten drunter. Und für die pulverigen Touren, für die Tiefschneetouren bzw. ganz kalten Tage habe ich dann jetzt noch ein zweites Paar Fixlänge. Faltstöcke würde ich euch soweit eigentlich nicht empfehlen. Für Skitouren gibt es allerdings auch von verschiedenen Unternehmen. Ich sage jetzt Leki, da fahre ich gut mit. Das waren die Micro Vario Carbon Strong, so hießen die. Habe ich letztens auch erfolgreich an jemanden verkaufen können. An die Ostsee. Und genau, also wenn die geeignet sind, ihr müsst halt schauen, dass die auch stabil genug sind bei Skitouren, nicht, dass die euch abbrechen irgendwo auf der Tour. Genau, also wie gesagt, Fixlänge und Stöcke definitiv würde ich euch Leki-Stöcke empfehlen. Kann ich euch noch ins Herz legen. Essen für zwischendurch, Müsli-Riegel, Stöcke, Kleidung, speziell Jacken, wo es gerade bei Andreas lese, auch gern noch Steigeisen. Also Essen für zwischendurch, meistens bei mir überhaupt nichts, also mittlerweile. Und genau, also wenn überhaupt, ich bin ja mittlerweile vom Zucker komplett runter. Also ich muss mich da auch fast schon entschuldigen für letzte Skitourensaison. Ihr könnt euch erinnern, die schon länger zuschauen, meinen Kanal. Ihr wisst es, ich habe mir da immer Marsriegel und Snickers reingezogen. Würde ich im Nachhinein auch nicht mehr machen. Und mittlerweile bin ich ja vom Zucker auch komplett weg. Und da kommen wir aber gleich noch zum Thema Ernährung, wenn ihr das gerne möchtet. Und genau, also das ist Punkt 1, dass ich mittlerweile fast gar nichts mehr an Nahrung brauche, um jetzt nach oben zu kommen. Also vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie 2000 Höhenmeter, einen halben Energieriegel, das langt leicht. Und beim Energieriegel, da backe ich es mir meist selber, beziehungsweise das wollte ich eigentlich erst später machen. Jetzt habe ich mal hier so, das ist jetzt Feige und Mandel, das ist jetzt aus dem Einzelhandel und das hat im Endeffekt keinen zusätzlichen Zucker, ist Energiequelle und ich finde das eigentlich ganz, ganz schön. Genau, schauen wir nochmal hier rein. Also Müsli-Riegel habe ich keine dabei, meine Mars und Snickers werde ich nie wieder essen, so in dem Stil, wie ich das mal gemacht habe und ich backe mir meine pflanzlichen Energieriegel mittlerweile selber. Habe ich auch mal ein Video zu gemacht, findet ihr auf jeden Fall auch auf meinem Kanal. Erste-Hilfe-Kit, Stirnlampe, habt ihr vielleicht mitgekriegt, die Nao Plus 750 Lumen Petzl oder die Reactic Plus, das ist eine 300 Lumen Petzl Stirnlampe und beide sind Smart-Lampen. Smart-Lampen bedeutet, dass die Lampe automatisch erkennt, wie hell ist die Umgebung und wie weit ist das Objekt entfernt. Also sprich, die hat oben einen Sensor drin und die reguliert sich quasi selber von ihrer Helligkeit und das ist halt super, ihr spart halt Energie. Und ich finde das eigentlich eine ganz schöne Sache und Petzl ist für mich auch mit noch mein Lieblingsausrüster, ob Steigeisen, Seile oder Lampen, Eisgeräte und mit der Reactic Plus, da habt ihr auf jeden Fall eine gute Stirnlampe und für Skitouren würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die Nao Plus, ja. Also das sind ganz, ganz tolle Stirnlampen und super, super effektiv, effizient, top. Übrigens, auch diese ist unten verlinkt, falls jemand das suchen sollte. Jo, dann schreibt Summit Brothers 22, Verpflegung, Schichten der Kleidung. Passt, haben wir soweit besprochen. Verpflegung, ja, brauchen wir nicht viel drüber sprechen. Rucksack generell, da ist mal eine Frage gekommen. Also im Sommer mittlerweile Laufweste, also super leicht. Und selbst auf dem oberen 4000, da würde ich jetzt eigentlich auch nicht irgendwie 35 Liter mitnehmen. Das ist soweit nur meine Meinung dazu, beziehungsweise ich komme halt damit aus, möchte auch keinen in Gefahr mitbringen, oder? Und dementsprechend, für mich gilt halt immer dieser Live Fast. Und ich gehe halt gern leicht und schnell auf die Berge und ich komme damit aus, ja, das muss halt auch jeder selber entscheiden. Gibt Leute, die gehen auch mit 70 Liter Rucksäcken auf Mont Blanc, ist auch völlig in Ordnung, das muss jeder selber entscheiden und dementsprechend zum Thema Rucksack empfehle ich dir, schau einfach, wie du klarkommst. Ich kann nicht sagen, hey, 16 Liter lang für einen Ortler oder so im Winter, sondern das musst du halt selber entscheiden. Hose habe ich soweit auch ein Video zu gemacht.
Und Thema Schuhe ist natürlich jetzt relativ schwierig im Winter. Also die wenigsten Leute gehen jetzt irgendwie Hochtouren, sondern wenn, dann geht es auf Skihochtouren. Mein aktueller Hochtourenschuh ist noch der Scarpa Rebel GTX Pro oder Pro GTX von Scarpa. Und das ist ja der Uli Steckschuh in Leicht, 650 Gramm auf Größe 42, Kategorie D, super steif, super leicht. Und meiner Meinung nach der beste Bergstiefel, den es aktuell am Markt gibt. Da kann auch der neue Scarpa Rebel, der heißt der Rebelle, kann dann nicht mithalten. Das ist meine Meinung dazu. So, dann kleine Zahnbürste sowie Zahnpasta, vielleicht kleines Duschgel, je nachdem, wie lange man unterwegs ist. Also es kommt auch immer darauf an, wenn man jetzt eine Dreitagestour an einem Tag macht, brauche ich keine Zahnbürste. Wenn ich jetzt mal eine längere Tour mache, dann schneide ich meist die Zahnbürste ab. Oder ich nehme die von den elektrischen, da gibt es so ganz kleine. Und Zahnpasta mache ich mir meistens irgendwie in so ein Stück Alufolie rein, also so 4, 5 Tropfen. Dann habe ich vielleicht insgesamt 15, 20 Gramm. Aber hey Leute, das kommt halt immer drauf an. Wenn ihr Mehrtagestouren geht, dann spielen, glaube ich, auch 100 Gramm keine Rolle. Also dann habt ihr sicherlich auch mehr dabei und dann ist das Ganze nicht so dramatisch, als wenn ihr irgendwie das Ganze auf Zeit macht. Also einfach, da ist jetzt, glaube ich, so ein relativ einfacher Punkt, den wir besprochen haben. Tafel Schokolade von Michael Wollny. Sonnencreme und Multifunktionsschal. Also Multifunktionsschal habe ich keinen. Ich habe halt ein Halstuch, das sogenannte Buff, was ja eigentlich die Marke ist. Buff ist die Marke und nicht der Ausrüstungsgegenstand. Und Tafel Schokolade habe ich soweit keine dabei. Ja, ist halt Genuss. Hatte ich früher mal dabei. Ich bin in Südtirol. Aber ja, ich bin der Meinung, Schokolade gibt mir zu wenig Energie mittlerweile. Also ich kann mir da keine Kräfte draus zehren. Und dementsprechend würde ich auch keine Schokolade mitnehmen. Und wenn es kalt ist, ist das Ganze auch nicht so ein Genuss, wenn ich jetzt ehrlich sein darf. Sonnencreme habe ich meistens dabei, so 5 bis 10 Milliliter, beziehungsweise schaue, dass ich mich schon eincreme unten am Parkplatz. Und je nachdem, wie warm das ist, schaue ich das, ob ich das vielleicht später mache, kurz vorm Schneekontakt oder kurz vorm Gletscher nochmal vor allem das Gesicht eincremen, weil mein Winter halt meistens schon relativ gut eingepackt ist. Dann vom Franz, der hat mir geschrieben, hängt von der Art und Weise deiner Videos ab. Entweder alles kurz auf, Tiersan oder 2 bis 3 Teile. Okay, das war soweit das. Übrigens, schau mal beim Franz vorbei. Grüß dich nochmal ganz speziell. Und zwar hat er ein Thema gemacht zu den Wächten. Hat er einen Unfall gehabt am Hohen Göll. Und genau, schaut auf jeden Fall mal das Video rein. Lohnt sich auf jeden Fall. Geht es um Sicherheit. Und ja. Gut, dann haben wir noch Thema Kocher und Topf vom Blitzi X, heißen Tee auf dem Gipfel. Also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe selten einen Kocher und Topf dabei gehabt. Biwaktouren waren vielleicht mal dabei, die eine oder andere, oder mit dem Nico auf dem Heimgarten. Und ansonsten ist mir es meistens auch zu viel Aufwand, das mitzunehmen. Ansonsten warmen Tee hatte ich in der letzten Skitourensaison vielleicht 4-mal dabei, 5-mal dabei, weil es einfach auch relativ schwer ist wie der Thermoskanne. Und ja, also man muss natürlich klar sagen, warme Getränke sind deutlich besser für den Körper. Es wird besser aufgenommen, als wenn ihr irgendwie Wasser trinkt, das 1 Grad Temperatur hat, dann kann es halt sein, dass euer Körper daran ausmergelt. Ja. Also der wird schwach, weil der Magen muss das Ganze wieder aufwärmen, der Körper kühlt ab und das Ganze kostet halt sehr viel Kraft. Und es müsst halt ihr entscheiden. Es gibt halt auch so 300 Milliliter Thermoskannen von Primus zum Beispiel. Die kann ich sehr empfehlen. Und wäre eine Möglichkeit, dass man das macht und steckt sich dann vorne rein. Aber ansonsten muss ich sagen, folgende Technik wende ich immer an oder habe ich letzte Saison gemacht. Ich nehme meine Thermoskanne, fülle warmes Wasser rein oder heißes Wasser, mache das Ganze in meine rote Kiste. Wenn ich am Parkplatz bin, sagen wir mal im Kürtai oder irgendwo Hohe Tauern, irgendwo Karls, Großglockner, dann fülle ich mir die heiße Thermoskanne in meine Thermobottle rein, ja, und habe dann da vielleicht noch irgendwie so eine Art Elektrolyten drin auf pflanzlicher Basis. Dann bleibt normalerweise dieses Getränk, weil ich es heiß reingefüllt habe, bis zum Gipfel
mindestens warm. Ja, also es bedeutet, ich trinke dann kein kaltes Wasser. Und so habe ich eigentlich immer ganz guten Erfolg erzielen können. Falls es euch weiterhilft, so würde ich es machen. Ja. Und diese Squeeze Bottles, was man manchmal sieht bei den Skitourenrennen, da würde ich euch persönlich von abraten. Das ist relativ spartanisch. Also da friert es euch relativ schnell ein. Gut, Astrid, ich grüße dich auch herzlich. Ich weiß, dass du da irgendwo unter den Zuschauern bist. Rucksack, speziell der neue DNA 16 Liter. Bekleidung, Merino versus Synthetik. Primaloft versus Daune. Trinken bei kalten Temperaturen, das haben wir gerade schon besprochen. Also der DNA 16 Liter Rucksack von Dynafit, das ist der pink-schwarze. Den kann ich auch nur empfehlen. Das ist optimale Größe, sagen wir mal, für Skitouren auf obere 3000er, vielleicht auch Skihochtouren auf 4000er. Skibefestigung, Schnellbefestigung, hat keine Helmbefestigung soweit. Ich würde es am Kopf tragen, den Helm. Und ihr habt Platz genug für Sicherheitsausrüstung. Ihr habt kein Airbag dabei, aber theoretisch so ein Strahlhorn, zum Beispiel in der Schweiz oder ja, Großglockner würde ich damit sicherlich gut gehen können. Und das Ding ist super leicht, super effizient. Also der DNA 16 ist wirklich ein richtig, richtig guter Rucksack. Und sagen wir mal aktuell die Pistentouren, wo ich mit dem René jetzt gegangen bin, da habe ich dann den Dynafit 8 Liter Race gehabt. Der wiegt dann nochmal weniger, aber theoretisch viel Gewicht ist da nicht an Unterschied. Genau, dann habe ich jetzt hier die Bekleidung. Also ich persönlich habe jetzt letztens auch mal mit jemandem geschrieben, der war auch definitiv gegen das ganze tierische Material aus Tierschutzgründen. Kann ich so mittlerweile, wo ich mich pflanzlich ernähre, würde ich fast sagen, okay, es ist ein Argument. Und ich persönlich würde euch auch Synthetik empfehlen. Man kann jetzt wieder darüber sprechen, über Atmungsaktivität und Geruchsbildung und Wärmevermögen und dauerhaft, dass jetzt vielleicht die Kunstfaser beschädigt wird oder an Isolation verliert. Aber ich persönlich habe nur noch Synthetik, also fast ausschließlich. Und dementsprechend, Astrid, ich würde dir empfehlen, definitiv Primaloft bzw. synthetisches Material ist mein Favorite. Also ja, ist jetzt nichts gegen Orthofox oder gegen Downjacken oder so, aber ich persönlich finde Synthetik richtig, richtig gut. Gut, Steigeisen hätten wir hier noch im Angebot. Da habe ich, ihr wisst es vielleicht, die Petzl Urvis Hybrid. Die haben ja hinten Alu, vorne Stahl, Langlebigkeit, hat jemand geschrieben, genau bei diesen Steigeisen, sieht man das hier. Und da möchte ich kurz sagen, also hinten verschleißen die relativ schnell, aber vorne ist es gut. Genau. Also so gesehen, die Urvis Hybrid habe ich für Skihochtouren dabei und die Petzl Leopard, die komplett aus Alu sind, habe ich dann bei Schneetouren dabei oder leichte Vierentouren. Und wenn es mal Richtung Nordwende gehen sollte, dann hätte ich definitiv die Petzl Links dabei. Das sind die Variablen mit der Dual- oder Monozacke und da könnt ihr auch alles verstellen von links nach rechts und vorn raus. Super Teile. Also, damit haben wir jetzt schon mal ganz kurz diese Sachen abbehandelt. Da war natürlich noch viel, viel mehr Sonnenbrille und so weiter, da kommen definitiv noch Videos, aber im Endeffekt sind es relativ ähnliche Fragen. Okay, dann haken wir das jetzt mal ab, Leute, und genau, jetzt haben wir das weg. Dann habe ich noch relativ vermehrt Anfragen bekommen zum Thema Ernährung, bevor ich jetzt gleich mal in den Live-Chat schaue, und zwar, weil ich eben schon gesagt habe, hey, ich habe wirklich früher nur Mars und Snickers gegessen auf Skitouren. Das werden die meisten von euch wissen. Und das hat eigentlich einen Hintergrund gehabt, weil da gab es mal ein Video von Salomon, vom Kilian Jornet, den kennt ihr vielleicht. Und da ist er, glaube ich, irgendwie Skitour gegangen mit 9000 Höhenmetern. Und dann hat er sich irgendwie überlegt, hey, was nehme ich mit? Und 500 Milliliter Wasser zum Auffüllen an vier Stellen und, glaube ich, vier Snickers. Und da habe ich gedacht, hey, wenn der sich so ernährt oder wenn der das isst unterwegs, dann ist das richtig. Ja, der Typ hat Ahnung, hat er ja auch. Aber wenn der das sagt, dann ist es irgendwie gut. Aber das ist Schwachsinn. Also ganz ehrlich, im Nachhinein ist das eine schlechte Sache. Also wenn man sich Maß reinzieht zum Sport machen, dann hat man irgendwie auch nicht alle Tassen im Schrank. Ja, also muss ich mir selber auch in den Kopf packen.
Und genauso schlecht ist es eigentlich, sich diese ganzen Powerbar-Riegel reinzuziehen. Und ich würde euch empfehlen, versucht das Ganze so natürlich wie möglich zu machen. Also ich habe jetzt hier diese beiden Sachen. Ja, ich verdecke auch mal hier einen Hersteller, nicht, dass jemand meint, ich mache hier Werbung. Das ist jetzt hier Feige Mandel und das andere ist Dattel und Walnuss. Also dementsprechend, die haben relativ wenig Fett und wenn, dann ist es nur aus den Nüssen. Ansonsten habe ich hier noch mäßig Eiweiß drin, relativ viele Ballaststoffe und Kohlenhydrate, sehr, sehr viel. Und mir langt es, also da langt mir so ein so eine Scheibe, langt mir dann, was weiß ich, für den ganzen Tag. Und ja, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, weg vom Zucker. Hat bei mir unheimlich viel gebracht. Also mittlerweile lebe ich zuckerfrei, frei von tierischen Lebensmitteln, frei von Laktose, also sprich komplett Milch, alles weg. Und mir geht es seitdem richtig, richtig gut. Also ich kann das auch nur so euch empfehlen. Beruflich, Privatleben und auch sportlich habe ich jetzt unheimliche Fortschritte gemacht seit mehreren Wochen. Und ich weiß, da schimpft man immer drüber und ich selber wird auch nie irgendwelche Leute bekehren, irgendwie, hey, hört auf Fleisch zu essen, das ist mir relativ egal, wer da draußen das isst oder nicht. Aber genau, dementsprechend schaut mal, vielleicht testet ihr das Ganze mal mit vegetarischer Ernährung. Also mir hat es unheimlich viel jetzt geholfen, auch über den Tag verteilt, die Leistung zu bringen, fit zu bleiben. Ich habe nur Vorteile jetzt daraus gezogen, so kann nur von mir sprechen. Gut, dann habe ich noch eine Sache zum Thema Expedition 2019, weil es geht ja auch darum, dass ich nächstes Jahr irgendwie wieder ein großes Ziel haben möchte. Und da bin ich mir absolut noch unsicher, ob es der Elbrus wird im Kaukasus oder ob es auf den Kilimandscharo geht. Also entweder nach Tansania oder nach Russland, mal schauen. Und da schreibe ich aktuell mit verschiedenen Unternehmen, ob man da irgendwie Unterstützung bekommen kann finanziell. Und vielleicht auch mit gewissen Reiseveranstaltern, dass man da irgendwie günstiger rankommt. Also das wäre definitiv was mir im Kopf vorschwebt. Ich tendiere aktuell eigentlich fast mehr zum Kilimandscharo. Nicht, weil er jetzt irgendwie schwierig ist. Also der ist ja nicht schwierig, sage ich jetzt mal technisch gesehen. Er hat halt fast 6000 Meter Höhe. Und da hätte ich halt überlegt, dass ich da eine richtig geile Reihe draus mache. Also sprich, wie trainiere ich? Wie bereite ich meine Ausrüstung vor? Ich nehme euch mit von hier bis zum Flughafen, bis nach Afrika. Und ich mache dann Aufnahmen mit der Drohne, habe dann irgendwie mal das Land, was ich euch zeigen kann. Also das Ganze wäre dann richtig, richtig gut. Und dann machen wir so einen Blick hinter die Kulissen. Beim Elbrus wäre natürlich das gleiche Spiel, aber aktuell tendiere ich fast eher zum Kilimandscharo, um einfach mal so auf knapp 6000 Meter hochzukommen. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und der Elbrus hat so das Problem von der Zeit her, da hat man oftmals mit dem Wetter halt eher kritischere Momente. Am Kilimandscharo hat man eher öfters mal Sonne und hat dann irgendwo zwischen 2.000 und 3.000 Meter den Nebel hängen. Aber oben ist meistens alles frei, unten im Busch ist alles frei. Also dementsprechend muss ich mal schauen, ob sich das finanziell ausgeht. Ich habe da viel am Laufen mit verschiedenen Unternehmen, wo ich jetzt gerade am Ausdiskutieren bin, ob sowas funktioniert. Und dann halte ich euch definitiv am Laufenden und sage euch auch natürlich, wer damit involviert ist. Also für uns alle von Vorteil, wenn es klappen würde. Und dann habe ich noch eine Sache, bevor ich jetzt da reinschaue. Und zwar Training mit den Profis. Ihr habt es sicherlich gesehen, wo ich mit dem René in der Axa Malizum war. Da hatte ich Probleme mit dem Steigen, mit die Fälle. Und da habe ich mir gedacht, hey, vielleicht mache ich das mal auf meinem Kanal, dass ich mir die Profis ranziehe oder irgendwelche Experten und mache mit denen mal Videos. Also sprich Berglauf, Skibergsteigen, Klettern, Eisklettern, Spaltenbergung, Lawinenkunde und. Also wirklich mit Leuten, mit Experten. Da habe ich aktuell auch schon Sachen am Laufen. Und dass ich mir da wirklich die Fachleute hole, weil ich bin es nicht, und mache mit denen mal Videos, so face-to-face und gehe dann mit den Leuten das Ganze durch. Ich denke, das wäre auf jeden Fall eine Bereicherung für den Kanal. Für euch definitiv viele Informationen. Und wenn ihr da Lust drauf habt, dann gebt auf jeden Fall mal gerne ein Feedback. Und
ich denke, dass es definitiv auch so die Zukunft werden könnte vom Kanal. Und genau, weil niemand ist allwissend. Das muss man auch dazu sagen. Und sonst habe ich soweit alles von meiner Liste weg. Und dann schaue ich jetzt natürlich gern mal hier in die Liste rein. Ja, schauen wir mal. Aber zuerst gibt es jetzt mal Kaffee und Kokosmilch. Sieht man das gut? Yes, genau. Ist übrigens ziemlich krank in dieser Gesellschaft und in dieser Welt, dass diese hier kostet, glaube ich, 2,50 Euro. Also einen ganzen Haufen Geld. Und ein Liter Kuhmilch kostet, glaube ich, aktuell beim Hofer, beim Aldi 50 Cent oder so. Irgendwie sowas. Also ist schon komisch. Ja. Müsst ihr mal schreiben, was ihr davon haltet. Aber das ist jetzt hier pflanzlich. Und ich trinke auch maximal ein, zwei Kaffee pro Woche, dass ich auch wenig Koffein drin habe. Okay, also Leute, ich schaue jetzt gerade mal durch, nicht, dass ihr euch wundert. So, da kommt die ganze Guten Abend-Gang. Ton ist super. Nicht, dass der Bildschirm wackelt. So. Gehst du eigentlich auch joggen oder machst du nur Skitouren und Trailrunning? Fragt der Emil. Also ich gehe neben Skitouren und Trailrunning noch Radl fahren. Im Flachen gehe ich eher weniger laufen, weil ich dann gemerkt habe, dass ich Probleme bekommen könnte mit Verletzungen. Das ist soweit nur mein Standpunkt. Im Bereich der Schienbeinkanten ist es dann relativ schwierig bei mir. Also ich mag es dann doch eher softer vom Gelände her. Wie ernährst du dich eigentlich? Ich glaube, das habe ich jetzt schon ziemlich häufig gesagt. Also sprich, ich ernähre mich mittlerweile vegan oder fast vegan, aber nicht irgendwie aus Tierschutzgründen, sondern egoistische Gründe. Ich will fitter sein, ich will besser sein und gesünder leben. Das mache ich nicht wegen der Tiere primär, aber natürlich ist es auch ein schönes Statement für den Tierschutz, aber hauptsächlich wegen meiner Gesundheit. Was steht da? Jetzt muss ich mal Vincent Krause, Video zu UL1, Hilfe-Kit wäre super, meins ist schwer, 140 Gramm. Also zum Erste-Hilfe-Kit, Leute, da muss ich jetzt mal ganz klar sagen, kauft euch eins im Sportgeschäft und fertig. Also ich würde mir da jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Gedanken drum machen. Schaut, dass ihr eine Rettungsweste da drin habt und fertig. Also ich, was soll ich großartig zum Erste-Hilfe-Kit sagen? Diejenigen, die man kaufen kann, sind gut und es gibt auch viele Kanäle. Ich glaube, der Kai Sackmann und der Fritz Meinecke, die haben mal solche Tutorials gemacht, wie sie ihr eigenes Erste-Hilfe-Kit bauen. Also das mache ich jetzt nicht auf meinem Kanal, aber checkt das mal ab. Genau. Übrigens, ich habe irgendwo Sachen verlinkt. Schaut mal unter dem Video noch. Und zwar von der, wie heißt sie, die Dame, Triathletin. Ich schaue mal kurz nach, wie sie heißt. Laura Philipp, wer sie nicht kennt, ist eine Triathletin aus Deutschland. Und da habe ich letztens ein Video gesehen. Ja, so schaut es aus. Da habe ich letztens ein Video gesehen von ihr und wollte eigentlich einen Rest-Day machen, also einen Ruhetag. Und dann habe ich ihr Video gesehen, einen Trainingstag nach der Off-Season mit Profi Laura Philipp. Und puh, als ich das gesehen habe, musste ich nochmal raus. Und da sind wir auch wieder beim Punkt, Motivation durch andere. Ich weiß, dass viele sagen, hey, du bist schon irgendwie gut drauf, aber das sind ganz andere Welten und die Frau ist richtig heftig, ja. Ich habe dir auch mal geschrieben auf ihr letztes Video und gesagt, hey, schöner Kanal, tolles Video, richtig gut. Und dann hat sie zurückgeschrieben, also ich denke, menschlich ist die auch richtig, richtig gut drauf. Ganz tolle Person, Motivation ohne Ende. Und wie ich euch mal gesagt habe, meine Motivation sind Leute, die natürlich nochmal ein paar Welten über mir sind und nicht unter mir. Also ein richtiges Shoutout an Laura Philipp. Irgendwo habe ich auch einen Kanal verlinkt. Schaut mal unten in die Infobox. Da ist alles drin. Richtig tolle Person. Genau. Kannst du mal ein paar Informationen zu deinem Dynafit Tour 96 schicken, bitte? Ja, Max. Und zwar ist es so, das ist ja ein
Allround-Ski mit der Tendenz eher zum abfahrtsorientierten Ski, weil er relativ breit ist. Ich behaupte jetzt mal, das ist ein super Powder-Ski. Also er ist wirklich auch für die Piste gemacht natürlich, aber er ist kein aufstiegsorientierter Ski. Und wenn du eine Powder-Waffe suchst, die auch mal auf der Piste gut zu fahren ist, dann hast du mit dem Tour 96 einen richtig guten Ski. Er wiegt in meiner Größe, wo ich ihn gehabt habe, 1500 Gramm. Das ist natürlich jetzt gerade nicht wenig. Allerdings hat er natürlich auch ziemlich gute Fahreigenschaften im Tiefschnee. Also richtig, richtig guter Ski. Richtig gut. Verzeiht sehr viele Fehler. So, schauen wir mal hier weiter. Interesse an anderen Gebirgen wie Himalaya. Das fragen irgendwie sehr viele Leute in letzter Zeit. Ich verstehe gar nicht, was immer alle am Himalaya so toll finden. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, also so ein Basecamp-Trail oder wie auch immer, ja, 8000er, ich weiß nicht, das ist finanziell natürlich der Ruin. Also egal, ob ich jetzt wirklich einen unbekannten 8000er mache oder einen Everest, da kannst du ein Jahr drauf hinsparen, also je nachdem, was ihr verdient oder wo ihr arbeitet. Aber ich sag mal, du musst ja natürlich auch noch dein normales Leben bezahlen. Genau, also Everest irgendwie oder irgendwie Himalaya kommt jetzt gerade mal nicht in Frage. Sonst wird es zu chaotisch. Kein Kuchen. Servus Franz. Genau, da sind die Fans von Franz auch am Start. Yes. Hey Tobi, ich suche für Mittwoch eine Skitour. Wo ist schon was möglich? Also, ich denke mal sicherlich in Obergurgl, in Hochgurgl, in Venn wird es noch knapp werden. Hochzillertal, Obertauern wird sicherlich was gehen. Viele andere Touren, wenn du Glück hast, geht schon Rosshütte irgendwas. Also zumindest skitourentechnisch, Skibetrieb ist noch keiner. Du könntest überlegen, ob du vielleicht ja, Richtung Vorarlberg gehst, da wird sicherlich auch was gehen. Also einfach höhere Lagen, da wird sicherlich schon jetzt gut Schnee liegen. Oder fährst mal Richtung Innsbruck und machst Stubaier Gletscher. Das wären so unter anderem Sachen, die man machen könnte. Aber hier bei uns in Garmisch wird es noch etwas dauern. So, Christian Lado, ich danke dir vielmals für das Feedback. Richtig gut. Innsbruck Alps ist auch dabei. Grüß dich, René. Schön, dass du da bist. Und dann ist wieder der Franz da. Wie kommen dir die Ideen für die verschiedenen Touren, Lukas Frickel, fragst du? Ganz einfach, also ich versuche natürlich so abwechslungsreich wie möglich meine Videos zu gestalten und auch für mich selber irgendwie das Ganze so abwechslungsreich wie möglich zu machen. Also sprich, wenn ich jetzt jeden Tag nur Hausberg gehe oder am Wochenende nur irgendwie Seefeld, dann wird es mir auch langweilig, ja. Oder der René, der irgendwie viermal Hordel geht und danach, ja, ich will es nicht sagen, aber danach kotzt du, glaube ich. Landschaftlich ist es dann wirklich nicht mehr so schön und ja, also einfach versuchen für mich selber auch irgendwie eine Abwechslung zu finden. Genau. Wie kann man im Gelände messen oder beurteilen, wie steil der Berg ist? 30, 35, 40 aus... Was steht da? Aus Zimmer, vielleicht schwer zu beschreiben, vielleicht besser on Tour zeigen. Pavel, genau. Und zwar ist es so, also in der Karte kann man es an den Höhenlinien abmessen, beziehungsweise je dichter die sind, desto steiler ist das Gelände. Je weiter auseinander die sind, desto flacher ist das Gelände. Und es gibt zum Beispiel auch Apps, da bekommt man dann mit Hilfe sogenannter Farben, also gelb, orange, rot, angezeigt, wie steil das Gelände ist. Das ist schon mal eine relativ gute Hilfe. Und dann habt ihr zusätzlich noch die Möglichkeit mit einem sogenannten Hangneigungsmesser, da gibt es auch verschiedene, es gibt entweder digitale, zum Beispiel von Pieps, dann habt ihr euren Stock, macht an diesen Stock das Gerät dran, so ein Messgerät und haltet dann dieses relativ parallel zum Hang und dann zeigt ihr euch digital den Wert an, zum Beispiel 36 Grad und dann könnt ihr da relativ gut mitarbeiten. Ansonsten gibt es noch verschiedene Möglichkeiten mit Stöcken. Da gibt es dann solche Sachen, wenn man das in der Falllinie hat und so weiter. Es gibt auch so
wie soll ich euch sagen, so eine Art Karte, die gibt es vom Deutschen Alpenverein oder vom Österreichischen, da ist dann so ein Gewicht dran und dann kann man das so gegenhalten und das durch die Schwerkraft kann man dann relativ gut die Hangneigung ermitteln. Also das wäre eine Möglichkeit. Und ansonsten gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, felsdurchsetztes Gelände oder kopiertes Gelände. Da gibt es dann auch immer verschiedene Sachen, auf die man achten kann. Aber ich würde euch empfehlen, nehmt euch auf jeden Fall mal das Geld und investiert das in einen Bergführer oder in irgendwelche Kurse, weil das Ganze irgendwie daheim lernen, das ist wirklich zu gefährlich. Also wenn ihr das macht, dann definitiv mal Geld in die Hand nehmen. Es lohnt sich für euer Leben. Tobi, mit welchen Skitourenfellen bist du unterwegs? Also aktuell habe ich original Dynafit-Felle und zumindest für den leichten Ski, für den Speed 76, habe ich noch ein Pomoka-Fell, das pinke. Das ist ein Rennfell. Der René lacht jetzt wahrscheinlich, wenn er zuschaut. Und zwar das Pomoka-Fell, das pinke, das hat einen Vorteil, das ist hinten nicht eingehängt, das hängt nur vorne ein und das kann ich relativ schnell rausreißen. Und das Dynafit-Fell ist hinten eingehängt, das deckt aber auch komplett den ganzen Ski ab. Und ja, ist auch wirklich eine ganz tolle Sache. Allerdings auf Skihochtouren würde ich jetzt eher das Dynafit-Fell nehmen, das den ganzen Ski abdeckt und etwas dicker ist. Und da kommt es ja auch nicht so auf Geschwindigkeit an wie jetzt auf der Skipiste. Und noch eine Sache ist natürlich zu sagen, das Gewicht spielt da eine Rolle. Also das Pomoka-Rennfell wiegt weniger, es ist kleiner, handlicher. Und das andere ist natürlich etwas schwerer, aber meiner Meinung nach hat es deutlich besseren Grip. Und ja, das muss halt dann auch immer jeder von euch selber entscheiden. Und by the way, Pomoka ist ja sozusagen 30% vom Marktanteil haben die von den ganzen Skitourenfellen, ist dementsprechend richtig groß. Und die Dynafit-Felle sind so gesehen mitentwickelt worden oder werden produziert von Pomoka. Deswegen eigentlich ist es alles dieselbe Firma, dasselbe Unternehmen. Was würdest du sagen, eine Trailrunning-Weste oder Trailrunning-Rucksack zum Trainieren lohnt? Also ich würde mal behaupten, wenn du regelmäßig Bergläufe machst oder Läufe machst, ja, wo du vielleicht irgendwie was zu trinken bräuchtest oder irgendwie ein Jacket, was du mal relativ schnell erreichen möchtest hier, dann ist das Ganze eine relativ gute Sache. Sind natürlich nicht ganz günstig, solche Laufwesten. Und meiner Meinung nach sind sie gut. Ich persönlich habe meistens nur Laufwesten dabei gehabt, wenn ich jetzt irgendwie gewusst habe, okay, es regnet. Ich möchte meine Stöcke irgendwie hinten reinpacken. Ich brauche vielleicht ein Energiegel oder zwei, die ich jetzt nicht zwingend in die Hose machen möchte oder in die hintere Jacke. Und dann sind Laufwesten eigentlich ganz gut. Also ganz gute Sache in meinen Augen. Wie machst du das im Training? Machst du im Winter nur Skitouren oder gehst du auch joggen? Also im Winter ist es so, dass ich hauptsächlich Skitouren gehe und wenn ich jetzt zum Beispiel merke, dass zu viel Schnee liegt, dann kann ich ja sowieso nicht joggen gehen und Trailrunning würde ich maximal machen, wenn jetzt irgendwie so eine kleine Schicht Schnee da liegt und ansonsten versuche ich definitiv auf Ski zu bleiben. Radlfahren ist natürlich auch ziemlich schwierig, wenn jetzt alles eisig ist oder irgendwie gefroren ist, unfalltechnisch gesehen und dementsprechend schaue ich dann. Ich fahre jetzt 2 Minuten im Auto und habe Skipiste hier, wo an der Seite eine Aufstiegsspur ist und dementsprechend kann ich super easy immer Skitouren gehen, komplett. So zwischen Dezember und April kann ich meistens hier immer gehen. Habe dann Dienstag und Donnerstag Tourenabend, Hausberg. Und genau, dann versuche ich am Wochenende Hochtouren zu machen, Skihochtouren. Und da mache ich meistens noch irgendwie Montag oder Mittwoch noch zusätzliche Cardio-Einheiten. Genau. Jetzt schaue ich mal kurz meinen Akku, nicht, dass der gleich ausgeht, vom Computer. Jetzt schaue ich mal gerade, was schreibst du? Ich habe einmal einen Trick mit Stöcke gesehen, aber kann es wieder nicht finden. Es zeigt 30 Grad. Ich glaube, das soll wahrscheinlich in die Richtung gehen, die ich eben gemeint habe. Mit diesem Stocktrick. Ja, lass dir das mal vom Bergführer erklären. Der kann das sicherlich dir besser beibringen.
Schmecken dir diese Scheiben auch, Oliver? Ja, klar, na logisch. Die schmecken mir richtig gut. Also man muss natürlich sagen, wenn man Zucker verwöhnt ist, dann schmeckt dir gar nichts. Also in dieser Zuckergesellschaft brauchst du dann Zucker, dass dir überhaupt irgendwas schmeckt, aber das schmeckt gut. Und da ist eine Zuschauerin, die kennt mich schon länger als jeder andere hier. Die kennt mich wirklich schon, seitdem ich im YouTube angefangen habe. Und mit der habe ich mal gekocht, beziehungsweise wir haben uns mal über Ernährung unterhalten. Und da ging es mal um das Thema die Naturbelassenheit von Produkten. Damals habe ich das Ganze so belächelt. Und mittlerweile muss ich eingestehen, dass sie recht hatte. Also sprich, je natürlicher ein Produkt ist, desto besser schmeckt mir das Ganze. Also da hat sie schon damals recht gehabt. Und mittlerweile esse ich dann auch lieber die Sachen so, wie sie sind, ohne das jetzt viel zu stark zu würzen oder abzuwandeln. Okay. Wenn man Maß zum Sport machen isst, hat man sie nicht mehr alle. Bei dir reinschauen hat sich jetzt schon rentiert. Sehr geil. Also das finde ich richtig cool. Gut. Flachlandtraining, Markus Pertl. Und zwar, mach all das, was du machen kannst. Fahr jetzt nicht irgendwie nach Berchtesgaden, wenn es weiter weg ist. Und zwar schau, dass du mit dem Radl dich fit hältst, geh ins Gym. Laufband, wenn du keine andere Möglichkeiten hast. Geh draußen natürlich primär laufen. Das ist natürlich immer besser als jetzt irgendwie auf dem Laufband. Und versuche einfach so gut wie möglich deine Grundlagenausdauer dir aufzubauen. Also sprich, arbeite auch mit einem HR-Messer und schau einfach, dass du im guten Bereich bist. Nicht im Maximalbereich, sondern einfach Grundlage. Ja, informier dich da mal am besten im Internet oder was für dich da der beste Bereich ist. Und nur Vollgas-Training bringt wirklich nicht viel, das kann ich schon ganz klar sagen. Sondern das muss man mit System machen und sonst hat man da ziemlich viel Zeit, die man raushaut, ja, und verschwendet. Lieber mit System das Ganze machen. Gut, dann schreibt jemand Georgien, Lukas. Georgien, ja, wäre schön, wenn es klappt. Ich fliege im Sommer zum Elbrus. Da wünsche ich dir auch schon mal ganz viel Spaß. Ich hoffe, dass du den Elbrus besteigst oder vielleicht machst du es ja gar nicht. Klingt spannend mit den Experten. Was hältst du von Muskelstimulation? Gerd Riedl. Hey, richtig. Gerd, du hast mich gefragt. Da habe ich, glaube ich, das gesagt am Hordel mit dem EMS-Training. Ich mache jetzt seit mehreren Wochen in Garmisch beim ich habe gerade einen Blackout beim Street Body, mache ich so EMS-Training. Das heißt, ich bekomme so eine Art Anzug, ja, und dann werden Elektroden angeschlossen, die Muskeln werden kontrahiert und ich mache dann mit körpereigenem Gewicht Kniebeugen und so weiter und verschiedene Übungen und komme dann in Muskelbereiche rein, wo normalerweise man im Fitnessstudio gar nicht hinkommt. Und ich finde es eigentlich eine super Sache, einmal pro Woche das zu machen. So habe ich dann Stabilisation mit drin. Also ich kann nur sagen, ich finde es gut. Probiert es mal aus. Ich finde es wirklich super, auch dass es nur 20 Minuten dauert und gute Sache auf jeden Fall. Jesus. Frage zu Sunto. Rechtfertigt die neuen Baro 200 mehr zu Spartan Sport Baro Markus M. Also ich sag mal so, mit Zonto hast du allgemein erstmal gute Uhren, das muss man dazu sagen. Und wenn du jetzt sagst, dir ist das Geld nicht wert, du hast natürlich einen intelligenten Batteriemodus, ja, du hast dein Akkumanagement. Wenn du jetzt sagst, hey, das ist es mir nicht wert, dann hol dir die Spartan Ultra. Kann ich dir nicht abnehmen, die Entscheidung. Musst du eventuell mal irgendwie in irgendwelche Foren reingehen. Aber in meinen Augen ist die Zonto 9 Baro Black wirklich eine tolle Uhr und ihr Geld definitiv wert. Also ich habe auch nur noch mit Leuten geschrieben, die sie jetzt gekauft haben und die sind mehr als nur zufrieden. Gut, wie heißen pflanzliche Elektrolyte? Da gibt es zum Beispiel von Schimpansi. Ich weiß nicht, ob das einer kennt. Das ist mit diesem Schimpansenkopf drauf. da gibt es zum Beispiel pflanzliche Elektrolyte, beziehungsweise
wenn ihr jetzt einfach nur Zucker nehmt und in Wasser auflöst, dann habt ihr auch pflanzliche Elektrolyte und macht Salz rein und irgendwie Geschmack. Theoretisch ist es pflanzlich und es sind Elektrolyte, wenn ihr dann noch Magnesium mit reinmacht oder was, aber es gibt natürlich auch fertige Mischungen. Einfach mal googeln, Elektrolyten pflanzlich, Elektrolyte vegan, dann habt ihr auch ganz gute Ergebnisse. Schaut euch das mal ganz so an, es lohnt sich. Wie wäre es mit einer Skitour auf den Schneefernerkopf mit Abfahrt über die neue Welt? Yo! Also Skitour auf den Schneefernerkopf müsste man ja dann von Erwald starten, über das Gattal, dann runterfahren Richtung Knorrhütte oder aufsteigen übers Zugspitzplatt, Ski deponieren oder mitnehmen nach oben auf den Gipfel und dann neue Welt abfahren, beziehungsweise mit der Abseilstelle. Und vielleicht geht sich das mal aus, da nehme ich dann aber jemanden von der Bergwacht mit, weil man darf diese Stelle nicht verpassen, wo man sich abseilt. Sonst kommt man nämlich in Teufelsküche. Gut, Leute, ich muss mal ganz kurz mein Ladekabel holen vom Notebook, denn sonst ist nämlich gleich Schluss hier. Also bitte bleibt mal eine halbe Minute da. Ich komme gleich wieder. So. So Leute, jetzt bin ich wieder back im Game. Und die Uhrzeit vergessen wir übrigens auch nicht im Hintergrund, weil ich will, dass ihr auch heute alle noch RTL 2 schaut. Die Geissens oder Familienbrennpunkt. Das ist mir ganz wichtig, dass ihr auch euer tägliches Brot bekommt. Ich schaue mir nachher noch irgendwas anderes an, Triathlon oder irgendwas Motivierendes. Und ihr schaut die Geissens. Gut, jetzt gehen wir mal weiter. Also merken wir uns mal neue Welt, das wäre auf jeden Fall eine richtig schöne Skitour und ist allerdings nur was für Leute, die sich da auskennen. Also am besten mal hat jemand dabei, der den Weg kennt. Und das geht auch nur bei guten Verhältnissen, ja, also da gibt es auch dann dementsprechend leider auch immer wieder Unfälle. Aber schöne Skitour, definitiv. Wäre mal was, danke für den Hinweis, also schöne Sache. Würdet ihr euch zu Weihnachten lieber einen Trailrunning-Rucksack oder die GoPro 7 wünschen, wenn du, Tobi, sie noch nicht hättest? Ich bin gerade am Überlegen. Boah, schwierige Entscheidung. Oh, da habe ich die GoPro. Der Franz hat sie auch. 7 Black. Und das Ding ist gewaltig. Ja, also das Ding hat einen fetten Stabi drin. Das Ding macht super gute Fotos. Das Ding hat 4K und 240 Frames. Und im 4K hat sogar 60 Frames. Also das ist schon ziemlich gut. Also ich persönlich würde sagen, kauf dir die GoPro. Wirklich nur zu empfehlen. Und tolle Qualität. Richtig, richtig gut. Gut, was machst du eigentlich auch Langlauf, schreibt der Gerd. Nein, mache ich nicht, allerdings kenne ich sehr viele Profis, muss man sagen, Profis hier aus der Region, die Langlauf machen. Ich glaube, ihr braucht jetzt nicht raten, wer das sein könnte, das weiß man einfach. Und das sind richtige Monster, ja, richtige Monster. Also richtige Freaks, muss man sagen, die sind konditionstechnisch brutal drauf. Und Langlauf ist ja auch genau wie Skitour gehen, komplett Ganzkörper. Ja, ihr habt diese fetten Poles, die fetten Stöcke und habt einfach den ganzen Körper in Bewegung. Das ist richtig übel. Ja, ihr könnt auf richtig Distanz gehen, auf Strecke. Und Langlaufen ist auch was für ältere Leute, die vielleicht sich nicht mehr so gut bewegen können. Ob ihr jetzt skatet oder klassisch geht, das ist erstmal egal. Aber Langlaufen ist richtig cool. Allerdings möchte ich jetzt nicht zu viele Sportarten reinmixen, sonst wird es zu krass. Also ich bleibe Skitouren gehen definitiv erstmal treu. Mhm.
Gut, Movescount-Link unter deinem Video geht scheinbar nicht. Richtig, ich habe aktuell mein Movescount-Profil privat gesetzt. Ja, wie soll ich es euch erklären? Das hat nichts mit euch zu tun. Ich habe das Ding einfach mal kurz privat gesetzt. Ich weiß nicht, vielleicht lösche ich das eine oder andere da raus. Das hat eigentlich nur damit zu tun, dass ich nicht alles so von mir teilen möchte. Also was ich so für Zeiten laufe und so oder was für HR-Werte ich habe. Es gibt Sachen, die möchte ich für mich behalten. Ich track auch mittlerweile nicht alles. Also wenn ich, sagen wir mal, jetzt irgendwie in meinen Hochleistungsmodus gehe oder möchte mir irgendwie eine Zeit raushauen, dann mache ich meistens das Ganze irgendwie mit dem Handy gestoppt oder so oder lösche den Move nachher wieder, weil ich einfach für mich selber so meine Geheimnisse haben möchte. Ich habe es nur gesehen, der Philipp Reiter aus Berchtesgaden, den kennt ihr vielleicht, der hat, glaube ich, auch kein öffentliches Profil mehr oder der löscht, glaube ich, seine Moves immer. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich da jetzt das Richtige sage. Eine Webseite mit den gesammelten Infos fände ich auch ziemlich praktisch mit Topos. Ja, selbstbewusst, das ist so eine Sache von Zeit und die habe ich allerdings nicht mehr mittlerweile. Also sprich, ich werde auch höchstwahrscheinlich, dann habt ihr das auch mal gehört, meine Homepage zum Ende des Jahres hin einstellen. Da läuft ja eh nichts, außer jetzt irgendwie die notwendigsten Sachen und ich kläre das gerade in Anführungsstrichen noch ab mit anderen Stellen, ob die überhaupt eine Homepage von mir wollen, ja. Und eine Homepage, für was brauche ich das Ding? Ich bin Vlogger und nicht Blogger. Jetzt zum Beispiel die Berghasen oder so, vielleicht kennt ihr die sind da aus dem Salzburger Raum. Und die sind ja Blogger, ja. Die haben jetzt auch zwar einen YouTube-Channel, aber da läuft halt nicht viel und man muss sich halt immer ganz klar entscheiden, was will ich machen, Blogger oder Vlogger? Und bei mir sind es die Videos und zweigleisig fahren kann ich nicht. Also die Zeit habe ich, die habe ich nicht, Leute, die habe ich wirklich nicht. Und man muss ja auch mal sagen, wundert mich, dass heute keine Fragen kommen, was machst du beruflich? Und zwar ist es so, ich arbeite 40 Stunden hauptberuflich, ich mache Sport, ich habe Privatleben, das kostet auch Zeit. Und da mache ich noch Videos und mache die Community, also sprich alles alleine. Ich schätze jetzt mal, dass das in Richtung 80 Stunden pro Woche geht, alles insgesamt, Arbeit und das, ja. Also dementsprechend habe ich keine Zeit, noch irgendwelche Berichte zu schreiben und Fotos und so. Also das wird den Rahmen völlig sprengen. Dann bräuchte ich jemanden an der Hand, der mir das macht oder irgendwie einen Cutter oder so, irgendjemand, der mir Videos schneidet, ein Management oder so. Also das ist nicht mehr machbar. Das ist viel zu viel Aufwand geworden. Genau. Gut. Da kannst du auch relativ gut was mit Sponsoren machen. Ach, mit der Homepage, ja. Allerdings mittlerweile ist es so, dass die Sponsoren bzw. auch die Unternehmen, die sind ja auch mittlerweile mit der Zeit gegangen und nur noch Homepage ist in Anführungsstrichen auch langweilig. Also es klingt jetzt blöd, aber für ein Unternehmen ist genauso interessant, wenn ich jetzt einen YouTube-Kanal und Instagram habe, als wenn ich jetzt eine Homepage habe. Also ob ihr euch jetzt die Bilder anseht und ich schicke dem Unternehmen dann meine Google Analytics über meine Webseite oder ob ich dem jetzt irgendwie einen Auszug gebe von meinem Google-Konto, jetzt hier YouTube, spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt euch irgendwelche Produkte vorstelle, ja, sowas hier, und ihr habt ein Video dazu, ist das definitiv besser, als wenn ich nur Fotos habe. Also so ist jetzt auf jeden Fall das, was ich mal als Feedback bekommen habe von anderen Leuten, ja, also nur Bilder machen und Text ist jetzt auch nicht so das Heilige, sondern Videos sind definitiv deutlich voraus. Richtig, Markus M., also ich sehe das genau wie du, wir haben sehr schöne Berge hier vor der Haustür, warum wegfliegen? Ich sehe es wirklich genau wie du. Und ich habe heute mal im Auto überlegt, als ich unterwegs war, ich habe, glaube ich, tatsächlich alle Kontinente besucht auf dieser Erde. Südamerika, Amerika, Afrika, Europa sowieso, Australien, Eurasien und Asien. Genau, also ich habe tatsächlich jeden Kontinent schon besucht und dementsprechend habe ich auch gar keine Lust mehr, richtig zu reisen. Das kommt noch dazu. Ähm
gibt es Berge für Bergsteiger-Anfänger mit leichten Kletterstellen? Google einfach mal Bergsteigen, erster Schwierigkeitsgrad. Der erste Schwierigkeitsgrad ist eigentlich so der erste, wo man mit starten sollte. Wenn jetzt zum Beispiel in den Ammergauer Alpen die Kreuzspitze, wenn jetzt zum Beispiel Kletterturm im Einser oder die Schellschlicht, da kommt auch mal ganz kurz so Einserstelle, kurz vorm Gipfel, so 5 Meter, 3 Meter hoch oder so, oder Geierköpfe wären was in den Ammergauer Alpen. Das wären solche leichten Einsteigertouren. Machst du wieder eine Tour in Südtirol? Ich denke ja. Da ist der Philipp Außerhofer aus dem Ahrntal. Vielleicht mache ich mit dem mal zusammen eine Skitour. Den habe ich auf der Messe getroffen. Und wäre auf jeden Fall mal etwas Schönes, mit ihm was zusammen zu machen. Und dann ist noch jemand anderes da. Also freut euch drauf. Ich denke, dass wir vielleicht auf den Ortler gehen im April, im Mai als Skitour. Oder das ein oder andere. Also in Südtirol gibt es auch super schöne Berge zum Skibergsteigen. Schauen wir mal. Wie wäre es mit der Haute Route von Chamonix nach Zermatt? Kommt drauf an, muss ich schauen, wie es mit den Urlaubstagen ausgeht. Aktuell aber nicht geplant und möchte ich auch jetzt anfänglich noch nicht machen. Was hältst du von Laufgürteln? Schon mal ausprobiert? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ein Laufgürtel ist. Keine Ahnung, selbstbewusst. Tobi, warum sind die Leute so negativ, wenn es um Bergsteigen geht? Viele Leute raten mir das ab oder können nicht verstehen, warum ich das mache. Sehr schöner Punkt. Ganz komisch, dass das jetzt auch hier mal bei mir angesprochen wird. Ihr habt sicherlich mitbekommen, es gibt natürlich immer viel Kritik, nicht nur auf meinem Kanal, auch auf anderen Kanälen. Und dabei ist es völlig egal, ob du ein Dani Arnold bist oder ein Uli Steck oder ein Alpinfex oder ein Franz Althuber. Das spielt überhaupt keine Rolle. Bei uns in der Branche, im Bergsteigen, im Alpinismus, da ist es völlig egal, wie gut du bist, wie fit du bist. Es gibt immer Leute, die müssen ihren Senf dabei geben. Ja? Und das Ding ist halt, wenn du dich irgendwo abseilst und hast kein Prusik hintergeschaltet als Zwischensicherung, dann bist du direkt böse, ja, dann bist du direkt ein Verbrecher und hast nichts verloren am Berg. Und wenn du einen Helm nicht dabei hast für eine Kletterstelle, dann hast du direkt Leute animiert zum Nachmachen und bla bla bla. Also die Leute wissen teilweise selber gar nicht, was sie schreiben. Wenn es nach den Leuten geht, müsstest du mit einem 50-Kilo-Rucksack leichte Wanderungen machen und hast 5 Paar Schuhe zum Ersatz dabei und 3 Paar Socken und 5 Wechselshirts und Regenschirme und 5 Handys, falls 4 kaputt gehen. Also die Leute sind sich da teilweise auch gar nicht selber so einig, was der da eigentlich von sich gibt. Deswegen auch nur ein Tipp an die kleinen Kanäle, die da vielleicht zuschauen gerade, die das YouTube gerade anfangen. Gebt da einfach nichts drauf, Leute. Die Leute, die das schreiben, haben entweder A, keine Ahnung, oder B, haben Langeweile, hängen vor der Couch rum. Mehr kann ich da auch nicht zu sagen. Mich juckt es auch überhaupt nicht mehr, ob Leute Daumen nach unten geben oder schlechte Kommentare schreiben. Das ist mir völlig egal geworden. Also am Anfang hat es mich mal gestört, aber mittlerweile ist mir das wirklich, auf gut Deutsch gesagt, völlig scheißegal. Cheers. So, genau. Und übrigens, by the way, Uli Stecks Rekordbegehung von der Eiger Nordwand, da gibt es ja ein Video von, oder Grand Jorass vom Dani Arnold. Schaut euch mal an, wie viele Daumen nach unten die Videos kriegen. Aber das ist ein anderes Thema und das beenden wir an dieser Stelle auch mal. Genau. Schon 2 Dislikes sind wohl 2 Alkoholiker. Geil. Ja, das kann gut möglich sein, ja. Aber wir leben in einer verhopften Gesellschaft, Leute. Das wisst ihr wahrscheinlich auch. Gut, Innsbruck Alps, mache das, was dich zum Glück führt, wenn dir das Bergsteigen oder das Sein in der Natur Spaß macht. Richtig. René übrigens, ein richtig cooler Typ. Instagram, Innsbruck Alps eingeben, abonnieren. Folgen nennt man das auf Instagram. Und genau, also richtig cooler Typ, richtig gut drauf. Von dem kann man noch viel, viel lernen. So, jetzt habe ich es fast geschafft, ohne anzukommen. Jetzt schreibt nicht so schnell neue Sachen.
Natürlich das Mehrgewicht an Ausrüstung und Ski, genau. Du warst früher mal, ja, früher war ich richtig breit. Da hast du recht. Wie wäre es zum Training, Kili oder Elbrus mit den italienischen Alpen? Ja, kommt drauf an. Italienische Alpen gehen von Gran Paradiso bis zu den Dolomiten. Und generell gilt es halt, einfach eine Grundfitness haben, vielleicht unmittelbar vorm Kili oder vorm Elbrus, dass man da nochmal in höhere Lagen geht. Ihr habt sicherlich bei Mont Blanc gesehen, meine letzten Touren vor Mont Blanc waren eigentlich in Tirol, Habicht, Tagestour, anschließend Tag später Hochfeiler, Tagestour, danach kamen einige 4000er und am Ende kam dann der Mont Blanc. Super funktioniert, gewaltig. Gut. Kennst du die Laura Dallmayr? Ja, die kennt man hier wahrscheinlich wie. Scheiße, das hat nicht funktioniert. Ah ja, klar, die wohnt in Partenkirchen und man kennt sie einfach, genau wie die Magdalena Neuner. Das sind halt wie Felix Neureuther Figuren, die identifiziert man mit dem Landkreis Garmisch oder einfach diese Region hier. Und das kann dir halt passieren, wenn du hier einkaufen gehst, das heißt, ich irgendwo ein Einzelhandel, dass die dir über den Weg laufen. Ja, das sind ja auch Menschen, die müssen auch essen und einkaufen. Und dementsprechend triffst du die auch mal hier irgendwie in der Stadt. Ja, und die sind auch ganz in Ordnung. Das sind Sportler natürlich, die haben viel zu tun. Aber ganz normale Menschen, mit denen kann man reden. Und die haben sich ihren Ruhm auch schon reglich verdient. Das muss man auch dazu sagen. Übrigens, die Laura Dallmayr, da habe ich letztens ein Video gesehen. Das ist schon was älter. Da geht es darum, da hat sie mit dem Peter Schlickenrieder, hat sie von der Stubenhütte den Geifgrat, den Blassengrat und den Jubigrat an einem Tag gemacht. Das könnten wir auch mal machen im Sommer, wenn ihr Bock habt. Allerdings ohne Übernachtung in der Stubenhütte. Wir machen das Ganze. Wenn ihr das wirklich wollt, dann gebt dem Video echt einen Daumen nach oben, weil das Ding ist eine richtig zahre Tour. Wir starten in Garmisch, unten wirklich am Rathausplatz, gehen zur Stubenhütte, gehen direkt weiter, Geifgrat, Blassengrat, Jubiläumsgrat, Zugspitze, absteigen und gehen wieder zurück. Also wenn ihr das sehen wollt, Leute, dann braucht das Video mindestens 300 Daumen nach oben. Das braucht 300 Daumen nach oben, wenn ihr das sehen wollt. Also das ist richtig, das ist eine richtig üble Tour, Leute. Also das ist richtig, das hat es in sich, von der Länge her. Okay. Antarktis, nein. Okay, Südtirol. Mit dem Reisen, da hast du recht. Genau, ja, der eine oder andere schaut irgendwo aus Norddeutschland zu, aus Mitteldeutschland. Und da ist es natürlich klar, ihr habt die Alpen nicht vor der Tür. Da seid ihr mal eher irgendwie am Reisen. Aber wer hier in der Region wohnt oder in den Alpen, der wird es verstehen. Man braucht wirklich nicht weit wegfahren. Man hat alles da. Was hältst du vom Stüdelgrat? Ja, ist ein schöner Aufstieg auf den Großglockner. Ich glaube, Schwierigkeitsgrad geht bis zum Dreier oder obligatorisch vielleicht eine 4 minus oder 3 plus, keine Ahnung. Und gibt sogar viele Leute, gehen das Free Solo im Winter. Man kann es sogar mit Ski machen, also mit Ski im Aufstieg, am Rücken natürlich. Nicht, dass sich jetzt jemand falsch versteht. Und dann fährst du über Normalweg runter. Ja, also der Stüdelgrat ist immer relativ gut machbar im Sommer, ist relativ sonnig. Und ich glaube, der Philipp Brugger, der ist da mal hochgerannt in, weiß nicht, 26 Minuten, 18 Minuten, irgendwas in Turnschuhen. Gut, ich meine auch, jetzt muss der Tobi durch. Scheiße. Also, wenn das Video 300 Daumen nach oben hat, lösche ich das wirklich. Dann lösche ich das raus, weil, boah, ich sehe schon kommen. Ich bin verpflichtet, diesen Grat zu machen. Also, wer einen Jubiläumsgrat kennt, vielleicht hat ihn ja der ein oder andere gemacht. Und dann machst du noch einen Blassengrat davor. Und der Blassengrat ist schwieriger wie der Jubiläumsgrat. Dann pack dir nochmal einen Geifgrat drauf. Der ist allerdings kurz, aber plus den Zustieg zum Geifgrat, plus den Abstieg von der Zugspitze. Also das an einem Tag, das ist übel. Das ist richtig übel. Und
also ich schätze jetzt mal ganz grob 24 Stunden von Rathausplatz, Zugspitze, Rathausplatz. Also da ist nicht mehr viel mit dieser Kamera hier. Das könnt ihr vergessen, ja. Also da laufe ich freiwillig bei plus 2 Grad, laufe ich freiwillig im T-Shirt und habe da nichts dabei. Also vielleicht das maximal das Seil, um mich da abzuseilen bei der Abseilstelle und dann war es das, ja. Da habe ich die GoPro dabei und that's it. Da zählt dann wirklich jedes Gramm. Aber ey, gebt dem Daumen keinen Daumen nach oben, dem Video. Scheiße, jetzt habe ich mich ins Dilemma gebracht. Genau, Nadine ist am Start. Schön, dass du zuschaust. Genau, habe gerade schon von dir gesprochen. Natürlich belassene Lebensmittel sind die besten. Gebrauchtes Equipment kaufen. Ja, kommt drauf an. Also bei Skitourenausrüstung, Kletterausrüstung würde ich das Ganze mit Vorsicht genießen. Einfach, weil ihr nicht wisst, wer hat davor mit was gemacht. Also sprich, hat jemand die Karabiner dauernd irgendwie auf die Steine geschmissen oder hat jemand die Eisgeräte und Co. hat er die wirklich immer hingeworfen und so weiter oder wie wurden die benutzt? Schaut euch die Bindung gut an, aber letzten Endes, ich persönlich bin jemand, der gibt im Jahr zwischen 5.000 und 10.000 Euro für Equipment aus. Das klingt jetzt relativ viel Geld, aber das ist es mir wert. Das ist mein Hobby, das ist mein Leben und ja, ich geiz da wirklich nicht rum. Also wenn ich ein Eisgerät kaufen will für 200 Euro, dann kaufe ich mir das und ja, dafür kaufe ich mir halt andere Dinge nicht. Also sprich irgendwie, was weiß ich, teure Uhren, andere oder was andere Leute haben, Golf GTI oder falls kein Audi RS6 oder so, sondern ich kaufe mir halt lieber irgendwie meine ganzen Bergsachen. So setze ich die Prioritäten. Genau. Also Leute, das Video ist jetzt schon 1 Stunde 11 lang und mir ist es egal, wir können es natürlich gerne beenden, wenn ihr keine weiteren Fragen mehr habt. Ich lese mir jetzt nochmal alles ganz gut durch, weil ich habe schon eine trockene Kehle. Wie kann man nach einer klassischen Watzmann-Überschreitung... Ach so, was kann man so mit einer klassischen Watzmann-Überschreitung, ich verstehe es nicht irgendwie, vom Anspruch und Länge. Also den Jubiläumsgrad kann man nicht mit der Watzmann-Überschreitung vergleichen, der ist viel schwieriger. Mittenwalder Höhenweg, da haben wir das perfekte Beispiel. Der Mittenwalder Höhenweg von unten, wenn man vom Mittenwald startet, macht noch die Karwendelspitze mit und geht dann über den Mittenwalder Höhenweg, meiner Meinung nach relativ ähnlich, versichert, teilweise mal ausgesetzt und höhenmetertechnisch ist man vielleicht 300, 400 Höhenmeter unter der Watzmann-Überschreitung. Also wenn man wirklich von Ramsau startet bis auf den Südgipfel und geht runter über das Wimbach-Gries, hat man 2.500 Höhenmeter als Tagestour. Und wenn ich jetzt den Mittenwalder Höhenweg mache ohne Bahnunterstützung, dann habe ich auch ähnliche Werte. Also das wäre eine gute Möglichkeit. Machst du in Zukunft öfter Videos mit dem René? Seid ein cooles Duo. Yo, René, du hast es gehört. Da will jemand, dass wir Videos machen. Und ja, ich denke schon. Ich finde den René auch cool. Der ist ein sympathischer Typ und ist sportlich fit. Warum nicht? Finde ich auch eine gute Idee. Trink mal was. Danke dir. Jetzt habe ich hier noch den Rest. Es ist schon asozial, oder? Direkt aus der Packung. Aber egal. Trink mal einen Schluck von deinem Zitronenwasser. Ja, das ist schon leer, glaube ich, oder? Ist noch was drin? Da ist noch was drin. Hast du mal vor, die Skidurchquerung hoch Tirol zu gehen? Boah, Luis, da muss ich erstmal schauen, wo die durchgeht. Das kann ich dir nicht sagen. Aber generell bin ich für alles offen, wenn dann die Verhältnisse stimmen. Und ja, ich bin gerade aktuell wieder gut dabei,
die alte Form zu erlangen, die Fitness. Und dann schauen wir mal. Du Gönner, machst du in Zukunft, ja genau, das hatten wir schon. Jo, also wenn ihr noch Fragen habt zur Ausrüstung, jetzt was da steht oder irgendwo in meinem Schrank ist, dann stellt sie mir gerne, weil ich habe nämlich soweit die Community-Sachen besprochen. Ich habe die Sachen von meiner Liste abgearbeitet. Und genau, checkt auf jeden Fall mal die Links ab von der Laura Philipp, Triathletin. Richtig, richtig cool. Also da schaue ich mir gleich nochmal das erste Video an. Richtig gut. Dann ist nochmal eine Frage gekommen zum Thema Dynafit a Daymaker. Das ist der hier. Und zwar, der ist etwas schwerer in Kombination wie jetzt der Petzl Sirocco 2 mit der Nao Plus. Allerdings hat der Helm hier 1000 Lumen und die Lampe ist fest verbaut, beziehungsweise ich kann auch das Ganze abmontieren. Ja? Also die Lampe kann ich dann so gesehen nicht benutzen für Bergläufe. Allerdings kann ich den Helm immer nehmen zum Klettern oder für andere Sachen. Und ich habe halt hier 1000 Lumen. Ja? Da macht ihr nichts mehr, Leute. Und ist wirklich super schön. Schön fixiert, fest. Akku ist dann hier. Ja, hier ist der Akku. Falls es jemanden interessiert, mal ein Review dazu, sagt Bescheid. Genau wie beim Petzl ist hier auch die Unterseite magnetisch. Da braucht ihr nichts machen. Nur noch beim Öffnen, aber very nice. Also toller Helm. Sehr, sehr zu empfehlen. Genau. Und weil viele Leute fragen, meine Hauptkamera. Das ist die Hauptkamera, das ist die Canon EOS M50 und das ist eine Systemkamera mit APS-C-Sensor, also sprich eine Liga vor Vollformat, ist eine relativ gute Filmkamera, also der Fokus bei dieser Kamera liegt definitiv auf der Filmtechnik. Natürlich macht sie auch relativ gute Fotos, das ist das Standard-Kit-Objektiv mit 15 bis 45 mm. Vorteil, ich habe einen externen Audio-Eingang, nicht Ausgang, genau. Ich kann hier Mikrofone anschließen, das Lavalier oder das Richtmikrofon von Rode. Und das hat natürlich eine extrem gute Qualität. Wenn ich jetzt auf die ISPO gehe oder auf der Alpinmesse Innsbruck, da hatte ich das dabei. Und Vorteil hier natürlich ganz klar, ich kann mich selber sehen. Problem ist, wenn ich jetzt hier reinschaue, dann schiele ich. Und dementsprechend muss ich immer in die Linse schauen, ganz klar. Und aber super, super, super gute Cam. Nimmt in 4K auf, nimmt in Full HD 60 Frames auf und in HD Ready, also in 720, nimmt sie dann 100 Frames auf, glaube ich, oder 120 Frames. Und ja, super gute Kamera und vor allen Dingen mit dem externen Mikro ist es bombastisch. Also so kann man richtig gut filmen, hat einen super Stabilisator drin und macht richtig Bock. Also, geile Cam. Genau. Jetzt schaue ich nochmal hier. Ja, bitte. Zitronenwasser. Ja, ganz kurz. Wie viele Touren planst du immer im Voraus? Also ich habe aktuell eine Liste geschrieben für diesen Winter. Da sind, glaube ich, soweit 20 oder 30 Skihochtouren drauf. Und da ist es jetzt erstmal egal. Ich habe die von 2, 3, 4 und 5.000 Meter gestaffelt. Und die niedrigste Tour ist, glaube ich, der Stuben. Der Stuben, der ist bei uns im Wetterstein Richtung Bernhardineinwand. Das ist so der niedrigste, wo ich sage, hey, das Ding drehe ich mal ab für euch. Danach kommt die Daniel-Ostwand. Oder der Daniel, der ist in Erwald, in Lermoos. Und dann gehen wir weiter Richtung Hochglück, Karwendel hinter. Ja, das sind solche Touren, die macht man erst so im Mai, wenn da hinten Richtung Eng Hinterriss die Straße offen ist. Und ja, dann habe ich noch verschiedene 3000er drin, dann habe ich 4000er geplant. Allerlinhorn, Alphubel, ja, vielleicht Mont Blanc mache ich nochmal. Mal schauen über die. Wie heißt der Gletscher nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Gramolet-Route. Genau, also dementsprechend, ich habe schon so 20, 30 Touren so geplant. Und wenn dann irgendwas nicht geht, dann mache ich spontan was anderes. Aber ich habe schon so die ein oder anderen Ziele fokussiert.
Genau. Eispickel Pätzl Gulli kann ich sehr empfehlen. Hat eine relativ kurze Länge, 45 Zentimeter. Und würde ich auf jeden Fall empfehlen. Als Gehstock kann ich ihn nicht empfehlen. Und genau. Ansonsten Pätzl Glacier heißt er. Oder das Pätzl Nomic oder Pätzl Quark ist auch sehr gut. Okay. Okay, Franz, ich sehe gerade, du kriegst Besuch. Salzburger Land, die Leute wollen dahin ziehen. Da nehmt mal Kontakt auf. So. Genau. Ja, sonst habe ich, glaube ich, alle Fragen beantwortet. Genau, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, würde ich das Video an dieser Stelle beenden. Wir haben jetzt gleich 7:30 und wie gesagt, die Geissens rufen bei euch. Bei mir ruft Triathlon. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle ich bedanke mich bei euch an dieser Stelle so rum. Und genau, das wäre jetzt eigentlich soweit. Wie gesagt, 300 Daumen nach oben und dann können wir mal die ganze Tour angehen. Wie besprochen. Und wenn ihr irgendwelche weiteren Fragen habt, dann schreibt es nicht in Live-Chat, sondern unter dieses Video. Und genau, und für die Leute, die den Kanal noch nicht abonniert haben, müsst ihr nicht machen, könnt ihr machen, könnten abonnieren, dann kriegt ihr regelmäßig Benachrichtigung. Und ja, mittlerweile ist der Kanal groß geworden, ihr wisst es sicherlich. Freut mich, dass wir so eine gute Community sind. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eine schöne, erfolgreiche Woche. Und ich denke, für die meisten auch vielleicht die letzte Woche, bevor es Richtung Urlaub geht. Und dann schauen wir mal, dass wir mal irgendwelche Touren wieder machen können, denn Schnee ist noch nicht wirklich da. Und ja, schauen wir mal. In diesem Sinne, haut's rein, Leute. Vielleicht bis nächste Woche. Peace out. So, jetzt war es das. Beenden.